Die alte Sage der Wheelies handelt von jenen Frauen, die vor ihrer Hochzeit starben, weil sie betrogen wurden und von nun an als Geisterwesen in den Wäldern spuken. Diesen Untoten begegnet der Zuschauer in dem Ballett Giselle in der Choreografie von Patrice Barr nach dem Pariser Original von Jules Perrault. Doch keine Angst, Sie müssen sich nicht gruseln, denn es ist typisch für die Werke der Romantik, dass das Schaurige ästhetisiert wird. Und so sehen Sie in dem zweiten, dem sogenannten weißen Akt, fragile Tänzerinnen über die Bühne schweben. Der erste, sogenannte bunte Akt hingegen, ist durch folkloristisches Dekor und Tänze gekennzeichnet. Das Winzermädchen Giselle, die Protagonistin der Geschichte, tanzt verliebt mit Albrecht. Doch nicht nur der innige Liebespas de deux und ein musikalisches Liebesmotiv erzählen uns etwas über die Beziehung der beiden, sondern auch die für das Werk typische Ballettpantomime. Denn mittels Gesten wird hier eine Geschichte erzählt. Besonders wichtig ist die traditionelle Ballettpantomime der Berthe, das ist Giselles Mutter. Denn sie erzählt den anwesenden Winzermädchen von der schaurigen Geschichte der Wheelies, um sie zu warnen. Zur besonderen Herausforderung der Giselle-Interpretin gehört zudem die Scène de la Folie. Das ist eine seltene Wahnsinnsszene im Ballett. Über den Verrat an ihrer jungen Liebe verliert Giselle den Verstand, was wir über 5 Minuten lang verfolgen können. In diesem ganz außergewöhnlichen Solotanz setzt jede Ballerina ihre ganz individuellen Akzente. Nach ihrem Tod verwandelt sich Giselle in eine jener Wheelies, weshalb der zweite Akt die Szenerie auf eine romantische Mondscheinlichtung versetzt. Jedoch nicht nur das Dekor hat sich verändert, sondern auch eine neue Bewegungsfigur ist vorherrschend, die Arabesque. Dabei steht die Tänzerin auf einem Bein und spreizt ihre anderen Gliedmaßen als Diagonale in den Raum auf. Dies erweckt den Anschein, dass sich der Körper der Tänzerin, auch durch das Bühnenlicht und das Textil, wie ein ätherischer Hauch im Raum aufzulösen scheint. Giselle begeisterte bereits bei der Uraufführung 1841 das Publikum durch die technische Errungenschaft des Spitzentanzes, die damals etwas bahnbrechend Neues war. Achten Sie vor allen Dingen auf die zahlreichen Bourrées der Wheelie-Königin Myrta auf ganzer Spitze. Dafür braucht es jahrelanges Training und diese Schritte sind sehr eindrucksvoll. Die dramatische Liebesgeschichte zählt auch heute noch zu den am meisten aufgeführten Handlungsballetten. Und Giselle ist eine der Traumpartien einer jeden Ballerina. Denn sie verlangt nicht nur technische Perfektion, sondern auch darstellerisches Talent. Und obwohl Giselle von ihrem Albrecht verraten wurde, rettet sie ihn letztendlich vor Myrta und dem sicheren Tod. Ist das nicht wahre Liebe? Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem romantischen Ballett.